geht, Mann? Guck mal, da haben wir. Servus, Jungs. Sag mal. Ach, Freunde. Ja. Nee, Quatsch, brauch ich nicht. Was machst du hier? Ja, ich mach heute ein bisschen Post. Kannst du mal eine Schulter heute mit mir mitballern? Ja, oder so? Wie heißt du eigentlich? Finlay. Finlay? Ja. Jeder, der neu auf diesem Kanal ist, der muss einmal Dry Scoopen. Das ist der Crank Pump Pro. Aber keinen ganzen. Ey, ja. Ich nehme auch immer zwei. Aber nicht Dry Scoop. Doch. Ja, dann mach ich feierlich auch mal. Nee, du musst es eigentlich machen. Ja, komm. Schmeckt aber gut. Ist aber ehrlich geil. Also, geil. Denkst du, ich bin nicht ehrlich oder was? Ja, sag mal. Also so, ich will jetzt nicht so Rocker oder so schlecht reden. Doch, kannst du hier machen. Kann ich schon. Nee, auch nicht. Das dachte ich immer, dass da Wasser gepumpt wird. Ich hab mich gefragt, du wusstest ja gar nicht, was ein Pumpbooster eigentlich ist, so richtig, ne? Nein, also halt zum Pumpen. Wie zum Pumpen? Ja, zum Sport machen. Ja, das verbessert deine Durchblutung mehr oder weniger. Ja. Du kriegst einen geilen Pump. Das ist wichtig. Ja. Sonst geht nichts zum Gym. Ja. Sonst ja, und bei den Mädels auch nicht. Ja. Ja. Aber wenn wir dir jetzt eine Freundin besorgen, wird das schon okay. Ich hab keine Zeit. Hast du schon mal eine schlechte Erfahrung? Ja, oder? Also ja, eine oder andere. Ja, da sind die Gewichte leichter als für die Frauen, sage ich dir ehrlich. Also. Jetzt würde ich aber sagen, geh mal rein. Und baller eine Runde Schultern, oder? Ja, pack mal's. Ja, was sind deine Rekord? Schulter drücken? 60, 50, 60 so? Ja. Ja? Schon das ist schon ganz schön viel, ja, Alter. Ist viel, ja. Könnt schon hinhauen. Das ist aber stark für 15. Ja. Aber überschätze ich nicht, ne? Weiß schon, was ich mache. Wird geil heute auf jeden Fall. Hab auch übelst Bock. Ich trinke meinen Kaffee auch immer mit Milch. Also hab getrunken. Sag aber du nimmst keinen Kaffee jetzt? Nein, nein. Ein bisschen auf ihn aufpassen, ne? Ich sag dir ehrlich, auf dem Klo geht's dann auch nicht gut aus. Ja. Wir müssen dich auch irgendwie noch zu deiner Mama zurückbringen. Rückfahrt musst du zweimal umsteigen. Es war so viel los, als hätten die Leute einfach keine Hobbys mehr, außer Zug zu fahren. Aber dadurch, dass die Spritpreise so teuer sind, also ist der Staat auch selber schuld, sag ich dir ehrlich. Da brauchen die Leute sich auch nicht bei der Deutschen Bahn aufregen. Hm. Und wie machen wir das denn jetzt zukünftig? Ich überrede meiner Mom, dass die mich fährt. Was wird man nur ohne seine Mutter tun? Auch? Meine Mom ist wirklich alles für mich, sage ich dir ehrlich. Gute Frau. Ja, ja. Ohne die wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin, mit Leon zu trainieren. Das heißt praktisch, du hast es deiner Mutter zu verdanken, dass du heute hier mit uns trainierst. Ja, also finde ich schon auf jeden Fall. Grüße an die Mutti. So, gut geht's. Ja, dann zieh mich einfach durch. Sind das echte Yeezys? Ja, ja, natürlich. Also ja, läuft bei euch zu Hause? Also bei Mama. Also laufen tut es jetzt nicht, aber halt normal. Ja. Das ist so wie jede Familie. Aber Schuhe für 300 Euro sind drin? Die muss ich mir tatsächlich selber kaufen. Also zahlt mir nicht meine Mom. Aber ich habe auch gemerkt, für Schuhe so viel Geld auszugeben, ist Blödsinn. Sag ich dir ehrlich. Ich brauche keinen Schwanz. Also ich war letztes Jahr übelst in dem Sneaker-Zeug drin. Ey, weißt du, dass John eine ganze Kammer voll mit Schuhen hat, der ein ganzes Schuhzimmer hat? Ja, ja, das weiß ich. Das feiere ich. Seitdem ich jetzt ins Gym gehe, ist mir eigentlich alles scheißegal, außer das Pumpen. Ja. Sag ich dir ehrlich. Also ich bin dann auch in die Schule gegangen, manchmal wie ein Depp. Man wollte einfach nur pumpen gehen und nichts anderes mehr machen. Aber Leon hat gesagt, Schule ist wichtig. Also. Da recht. Ja, ja. Und kannst du einmal filmen? Ja. Super, gerne machen. Ist von dir? Ja. Einfach nur draufhalten. Weißt du, wie man filmt? Ja, ja, einfach halten. Einfach Knopf. Passt. Ja. Da geht noch mehr, auf jeden Fall. Ja? Doch, 180 würde ich dann machen. Okay. Gut. Weil wenn du jetzt zu wenig nimmst und zu oft dann drückst, hast du keine Power mehr für die 210. Gut, in Gambia haben wir eine Regel. Der Schwächste muss immer die Gewichte ab- und aufbauen. Ja. Und das müsstest du in dem Fall leider du. Geil, danke mal. Ich hätte mir tatsächlich sogar mal überlegt, ob ich jemanden einstelle, der die Gewichte mal auf- und abräumt. Hey, was ist? Das ist von meinem Freund die Schwester. Ja? Das ist von meinem Freund die Schwester. Ich hab so eine Nachricht bekommen, da schreibt mir ein Mädchen Finlay. Haha. Wurde schon erkannt. Das sind schon die ersten Mädels jetzt hier. Geht da was? Nee, hey, die darf ich nicht anrühren. Da gibt's sonst Ärger. Das ist von deinem besten Freund, oder? Ja, das sieht John aber anders. Ja, super.
Ja, die ist halt ein bisschen zu alt für mich, ne? Würde ich Wieso, sagen. Wie alt ist sie denn? 18. Ah ja. Also, du bist 15. Ja. Wie heißt das Sprichwort? Auf alten Pferden lernt man reiten. Ganz genau. Also, das ist mir neu. Aber ist geil. Aber nee, das würde ich auf gar keinen Fall anrühren. Von meinem besten Freund, die Schwester. Das ist, Alter, wie sich das anhört. Ja, aber du bist doch ein feiner Kerl, da kann dein Freund sich doch glücklich schätzen. Nee. Nee? Naja. Aber es fast geschafft. Ja. Passt. Jetzt noch links. Anstrengender wie das Training. Ja, komm mal, fast. Jawohl, danke Mann, passt. Ja. Brauchst du ein Haargummi? Nee, geht schon. Ja. Meine Mom sagt auch immer, ich soll ein Haargummi anziehen. Will ich aber nicht. Ist dann eher so Haare, so Surfer-Style, finde ich cooler. Kennst du diesen Alex? Der hat geile Haare, so will ich sie ungefähr haben. War okay, oder? Ja. Glaubst du schaffst es, das hochzuheben, beziehungsweise mir das mit ins Rack zu bringen, wenn ich es nicht packe? Was ist denn da auf einmal los? Soll ich? Doch. Wenn ich es nicht schaffe, gebe ich dir ein Signal. Dann kannst du eingreifen. Sonst lässt du die Hände die ganze Zeit weg. Ja. Ja? Easy. Yes. War gut? Easy. War einfach. Ja. Machen wir mehr, oder? Easy. Guck mal, seine Erleichterung ist wahrscheinlich die größte gerade. Ja, geil. Richtig Herzklopfen gehabt. Ich muss nichts machen. Finde ich, will jetzt auch ganz ehrlich zu dir sein, unsere Kommunikation baut sich jetzt auf einer sehr, sehr ehrlichen Basis. 50-50, dass ich die schaffe. Das heißt, wenn ich die nicht schaffe, dann musst du zeigen, dass du für mich da bist. Also, sie sahen schon gut aus, die du jetzt hattest. Also deswegen... Traust du mir die 220 zu? Ja. Also was du jetzt getroffen hast, sah schon gut aus. Na gut, er traut sich zu. Ich vertraue mir auch. Greif mal meinen Arm so, jetzt zieh mal richtig doll hoch, als ob du mir das jetzt das Gewicht ist. Ja, mit beiden Händen. Ah, mit beiden Händen? Ja. Ja, schafft er. Ist halt ein bisschen rutschig, ne? Du bist ein bisschen schwitzig. Bist du nervös? Nervös, ja, auf jeden Fall. Ich konnte auch heute früh, wollte ich nochmal weiter schlafen. Konnte ich aber nicht, weil ich voll nervös war. Keine Ahnung, ich bin da ehrlich. Ich war sogar nervöser als wie bei meiner Abschlussprüfung. Echt? Ja. Krass. Mit 15 hat man erst seinen mittleren Schulabschluss, glaube ich, oder? Ja. Mittleren Schulabschluss. Ja, qualifizierter Mittelschulabschluss. Du hast jetzt Abi, willst du machen? Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich mache jetzt freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten oder so. Ja. Damit ich einfach noch mehr Zeit habe zum Pumpen. Weil, also sage ich dir ehrlich, das liegt mir wirklich am Herzen, das Pumpen. Also nicht die Kinder. Nein. Das ist nicht. Das ist geil, Alter. Warte mal. Fabi, stell du dich mal dahinter. Auf geht's, komm. Ja. Komm. Yes, drück. Helf mal, das hat nicht so mit. Schade. Finn, was war denn jetzt da los? Ja. Entweder es liegt an dem Spotter. Shots fired! Ja, aber. Oder? Oder wir machen es jetzt nochmal und dann wird es was. Machen wir nochmal. Easy, komm! Ja! Ja, also Real Talk hätte natürlich ein bisschen tiefer sein können, aber gut, meine Ausrede ist jetzt halt, es waren 220 Kilo, ne? Nee, ist natürlich, Technikpolizei wird jetzt kommen und sagen, ey, war kacke, musst du tiefer machen. Ja, mach ich beim nächsten Mal auch. Jetzt geht's weiter, aber man muss den Schulter drücken, seitdem machen. Na, erstmal muss Phil ja noch seinen Satz machen. Ach so, ja, ist doch schon geladen. Ich mach aber eigentlich Schulter drücken mit Kurzhantel. Ja, heute machst du Langhantel. Ja. Reicht. 20 Kilo sind nix. Aber kann noch ein bisschen was rauf. Ja. Also probiere ich auf jeden Fall. Also ich esse auch schon wieder mehr als wie sonst. Das geht meiner Mama auch immer auf den Sack, dass ich immer so viel esse. Können wir deine Mama mal kennenlernen? Nee. Dann packt man nur eine 10er drauf. Ja. Mama erstmal eine 5er pro Seite. Rock this shit. 3,
Soll ich rausheben? Nee, nee. Easy. Geht schon was. Geht schon. Ja, wirklich solide, ey, muss man mal ganz ehrlich sagen. 60 Kilo mit 15 über Kopf auf zwei sehr saubere Reps. Ich sehe es immer sehr zwiegespalten. Also einerseits kann ich es verstehen. Ich stand jetzt halt auch dahinter und er hatte dann die Sicherheit, dass man es ihm eben abnehmen kann. Aber gerade in dem Alter, als Appell an die ganzen jungen Leute da draußen, sollte man echt darauf achtgeben, wie man trainiert. Wirklich am besten in dem Alter bei Wiederholungsbereichen von 10, 12 und mehr Wiederholungen, weil man eben gerade noch in der Wachstumsphase ist. Also hätte Finn eher bei 40 Kilo bleiben sollen. Oder? Finn, ja. Du musst mich eigentlich motivieren. Ich hab dich ja auch motiviert, aber jetzt schalten wir ein paar Gänge zurück. Was hast du da? 12er? 12 geht schon. Was traust du mir zu? Ehrlich? Ja. Wie die Schulter aussieht? So wie die Schulter, ja. 40. 40? Doch. Kann man da noch ein bisschen höher vielleicht gehen? 50. Geil, ja, komm. Komm, zwei noch. Willst du mich eigentlich verarschen? Ellenbogen, ja. Komm für die 3D-Schulter. Denke an die ganzen Mädels, die dir jetzt schreiben. Ja. Dann leg dir gleich nicht los. Denk an die Schwester deines besten Freundes. Für die Schwester deines besten Freundes nochmal einen Dropsatz. Ja, komm. Dropsatz. So. Machen wir nochmal kurz 8. Wie heißt die? Emily. Was geht's für Emily? Ja, nach langem Suchen, weil alles besetzt ist, haben wir uns jetzt nochmal für so eine Seithebemaschine entschieden. Die nächste Übung ist vorgebeugtes Seitheben. Dann hat er gesagt, ja, dann nehme ich 20 Kilo. Also, mach doch mal. Nee, mach nicht. Mach nicht. Erstmal Leon. Weil ich nehme da 20 Kilo. Richtig schön solide machen. Ja, ja. Wie? So die Hand hin? Du kannst die Hände auch neutral halten. So? Ja. Ja, ich mach's lieber so. Schön. Dann zeig er. Nein. Ja, das ist Rudern. Du ruderst es, genau. Ach so. Guck mal. Das ist eine fliegende Bewegung. Schau mal. Du willst die Schulter so treffen. Du willst jetzt nicht rudern. Anwinken und dann machst du diese Bewegung. Ja, ja. That's it. Listen to this rhyming exhibition. I'm certain you ain't seen like an honest politician. This ain't just head hitting. A lot of pinch nerves on necks are caused by bars that bless me. Was ist das? Geil, Alter. Auf jeden Fall, ja, der Silberne. Crazy, Alter. Wie did it, Markus? Ja, in dem Sinne, jetzt nochmal ein paar ernste Worte. Es ist natürlich geil, dass euch dieser Content so gefällt, dass ihr das so cool annehmt. Und danke natürlich auch an das ganze B-Team. Und ja, was ist der nächste Meilenstein? Gold oder wie? Der Goldene ist auf jeden Fall drin. Der Goldene ist der nächste Meilenstein, ja. Dann würde ich sagen, die nächste B-Team-Reise mit Kollege Finch am also, Start. Wäre auf jeden Fall geil. Also, geil, Mann. Cool. Da wäre nicht gut. Aber ich glaube, da muss Mama nochmal mitreden. Vielleicht, also ich ja. Bin, du bist ja noch 15. Ja, ja. Kommt Mama auch aber mit? Nee, hoffe ich jetzt nicht. Also ich, hast du nicht vorhin gesagt, die ist dein Ein und Alles? Ja, natürlich, aber kann mich hinfahren. Aber dennoch wieder nach Hause. Ja. Auf was ich richtig stolz bin, dass ich mit denen hier wackeln kann. Zeig mal. Ich hab mir ein bisschen falsch vor irgendwie gerade. Das mache ich auch manchmal im Freibad.